Herzlich willkommen hier im Tutorial zum Thema Adobe Premiere Pro. Und im heutigen Video möchte ich einmal ein Video für Instagram exportieren und ganz konkret hier am Rechner zeigen, in Form eines Screencasts, wie wir das hier exportieren, auch als Agentur für andere Kunden, aber auch für unsere eigenen Instagram-Videos. Da haben wir nämlich auch einen eigenen Channel, wo wir dann auch unser Filmlexikon zeigen. Von daher sehr, sehr spannendes Thema. Gibt es einerseits Dinge in der Timeline zu beachten, aber auch Dinge dann für den späteren Export zum Einstellen, auch was die Framerate und die Pixel angeht. Von daher, es bleibt auf jeden Fall spannend und los geht's nach dem Intro. Und damit erstmal herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Schön, dass du dabei bist, schön, dass ihr dabei seid. Und im heutigen Video geht es einmal darum, ein Video für Instagram zu exportieren im Hochkantformat. Wer das letzte Video verpasst hat, da ging es nochmal darum, wie man Videos quasi generell für YouTube exportiert, wie man Videos archiviert, wie man aber auch Preview-Dateien erzeugt. Und wenn du das verpasst hast, das Video, dann blende ich dir das hier gerne mal ein. Generell gibt es eine ganze Playlist zum Thema Schnitt, aber auch, wie du dich als Filmemacher selber weiterentwickelst. Von daher, wenn du es noch nicht getan hast, auf jeden Fall jetzt den Kanal abonnieren. Dann wirst du kein Video mehr verpassen. Ja, wir sind auch schon direkt hier im Premiere Pro und ich habe mir mal hier ein Projekt rausgesucht, wo ich vor einigen Tagen schon ein Video gemacht habe, eine Moderation. Genau, und ich möchte erstmal grundsätzlich erklären, dass wir natürlich hier ein etwas ungewöhnliches Format haben. Das 16:9 Format ist für einen Filmemacher in der Regel immer besser, weil man immer mehr Tiefe, mehr Weite zeigen kann. Und dieses neue Hochkantformat, was natürlich durch Instagram erst so richtig beliebt wurde, ist natürlich ein sehr spezielles Format, was sich halt logischerweise für Stories anbietet. Da gibt es jetzt mittlerweile auch LinkedIn-Stories zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Es wird auf jeden Fall nicht aufhören. Es ist aber immer wieder schwierig, auch genau so zu drehen. Also da vielleicht auch der Tipp, alles immer sehr, sehr weit zu drehen und sehr, sehr viel Platz zu lassen. Ich habe auch schon Kollegen gesehen, die die Kamera dann quer halten. Diese Möglichkeit gibt es auch, aber wenn man es normal dreht, im 16:9 sollte man mindestens 30-50% Bildfläche freilassen, um halt, am besten an den Seiten natürlich, um halt eben dieses Format zu generieren. In dem Fall war ich relativ weit links, also so wie auch in der Anmoderation, die ihr gerade gesehen habt. Und dieses Video, das ist eine Anmoderation quasi zu einer Serie, die ich hier gedreht habe. Und dieses Video wollen wir einmal exportieren. Im Vorfeld muss man noch einmal dazu sagen, diese Timeline muss natürlich auch erstmal richtig angelegt werden. Also hier unten findet man die Timeline. Die ist jetzt schon angelegt. Wir gehen mal in die Sequenzeinstellung rein und schauen uns das mal an. Normalerweise haben wir bei einem Full-HD-Film 1920x1080 Pixel, ganz normal 16:9. Und hier ist es halt das Format 9:16, was man hier, glaube ich, sehr, sehr gut sehen kann. Von der Framerate her sollte man das am besten genauso machen wie auch das, ich sag mal, Ursprungsmaterial. Das ist immer das Einfachste. In dem Fall wurde das Ganze hier mit einer C200 mit 25 Frames gedreht. Color Grading ist passiert, Ton ist gepegelt, ist ja bei einer Anmoderation jetzt nicht so kritisch, was das angeht, also ist jetzt nicht so komplex. Und beim Hochkantformat-Video ist es dann halt 1080x1920, das heißt also umgedrehte Zahl, ne? Also genau andersrum als bei 16:9 logischerweise. Und genau, dann haben wir das halt hier schon erstellt, dann sieht das Ganze hier so aus. Ich habe das hier schon sehr aufgeräumt. Die Spur hier würde ich jetzt zum Ende hin nochmal sperren. Warum mache ich das? Wenn ich manchmal hier mit der Maus hin und her klicke und ich habe mehrere Timelines, kann das schon mal passieren, dass man da irgendwas löscht oder sich was verschiebt. Das ist nicht so gut. Wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe in der Timeline, würde ich es immer sperren an der Stelle. Dann passiert auch nichts mehr. Jetzt ist das eigentlich ziemlich easy, weil man kann sich in Premiere Pro, kann man sich quasi Presets selber erstellen. Also erstmal ist der typische Codec, den man an der Stelle braucht, natürlich der H.264 Codec. Das ist dieses klassische MP4 Format, was man dann kennt. Und bei den Vorgaben habe ich hier schon diverse Vorgaben, auch von dem letzten Video noch. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch eine Preview-Vorgabe im 16:9 Format. Wäre natürlich völlig falsch. Das sieht man jetzt hier schon. Da hat man hier jetzt überall schwarze Balken. Das liegt jetzt auch daran, dass die Timeline halt schon richtig angelegt ist, ne? Also wenn die Timeline richtig angelegt ist, kann man das nochmal als Überprüfung auch nehmen. Sind wir da richtig? Gerade wenn man mehrere, ich sehe gerade Instagram habe ich hier falsch geschrieben, na gut. Immer wenn man mehrere Videos sozusagen exportiert, macht das Sinn, sich da nochmal abzusichern. Also hier hat man die Möglichkeit, bei Quelle und bei Ausgabe immer hin und her zu klicken und sieht dann auch, okay, wir sind auf jeden Fall noch in diesem Hochkantformat. Okay, und dann haben wir jetzt 1920. Wie habe ich das erstellt? Ganz, ganz einfach. Ich nehme hier ein Preset raus, zum Beispiel YouTube Full HD, das ist jetzt falsch, 16:9.
Und möchte mir jetzt halt dieses Preset hier oben erstellen, dass mir das immer angezeigt wird. Kann dann halt hier wirklich hingehen und zum Beispiel halt auch die Größe ändern. Das heißt, ich muss dann hier dieses Symbol anklicken und kann dann hier 1080x1920 anwählen. Sehe dann hier, wenn Instagram Limit hätte jetzt von 100 MB zum Beispiel, dann sieht man aber hier direkt 51 MB. Also wir sind da absolut noch im grünen Bereich. Also man sieht hier auf jeden Fall noch, das könnte man definitiv noch machen. Und 16 MB sind auch völlig okay. Man kann auch 20 nehmen. Das ist wirklich kein Problem. Also das wird hier nicht explodieren. Das ist auch ein sehr kurzes Video. 25 Sekunden, ich denke mal perfekt für so eine Story zum Beispiel. Und dann gehe ich hier oben auf Vorgabe speichern und kann halt jetzt hier eine Vorgabe mir abspeichern. Instagram Stories. So, Instagram Stories habe ich jetzt hier angewählt, kann man jetzt hier auch sehen. Habe ich hier eingegeben, dann drücke ich auf OK, dann wird das auch so abgespeichert und kann mir das halt jederzeit, wenn ich hier auf diesen MP4, auf diesen H264 Reiter bin, kann man nochmal einmal machen, kann man das auch jederzeit hier wiederfinden. Das heißt, hier ist es Instagram Stories und wird dann über die Warteschlange später dann an den Media Encoder geschickt, das heißt für den Export dann sozusagen vorbereitet. Also wirklich ein sehr, sehr einfacher Weg, das zu machen. Man kann natürlich jetzt auch mehrere Dinge direkt in Auftrag geben, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie 10 Stories, die ich hier bearbeiten will, beziehungsweise die ich demnächst posten will, schneide die alle vor und gebe die alle nach und nach ab an den Media Encoder, kann dann theoretisch sagen, ja gut, während das jetzt hier rechnet, das mache ich jetzt auch mal im Hintergrund, kann man dann hier nochmal sehen, in groß vielleicht, machen wir es einmal in groß, hier im Screencast, dann kann man das sehen. Hier sieht man den Verlauf sozusagen. Kann man jetzt auch sagen, na gut, jetzt ist es schon fertig. In dem Fall, der Rechner ist recht schnell und es war auch eine kleine Datei. Dass man sagt, na gut, ich mache jetzt einfach mal 10 Exports, die schmeiße ich an, also 10 unterschiedliche Timelines. Ich kann auch eine Timeline machen, muss dann aber immer den In- und Outpoint natürlich richtig setzen. Und gehe dann einfach hin und lass das laufen, mache mir einen Kaffee dabei, gehe Mittagessen, was auch immer. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten und muss jetzt nicht warten, bis das exportiert ist. Es gibt auch eine direkte Möglichkeit, das würde ich jetzt noch einmal zeigen, das direkt hochzuladen in einem richtigen Social Media Network. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Veröffentlichen gehe und ich wäre jetzt hier angemeldet, könnte ich zum Beispiel das direkt bei YouTube hochladen. Habe ich beim letzten Video auch gezeigt. Das heißt, gibt es da die Möglichkeit, wenn man sich hier anmeldet, dann das direkt so zu machen, dass man das nicht überprüfen muss. Man hat dann die Kopie auf der Festplatte und hat das direkt bei YouTube online. Dasselbe gibt es auch für Vimeo. Auch für andere Bereiche. Man kann das theoretisch auch direkt über einen FTP-Server hochladen, also auf einer Website zum Beispiel. Ja, und hat noch diverse andere Möglichkeiten. Also das, denke ich mal, ist das Wesentliche, was man an der Stelle sagen kann zu Instagram-Stories. Wenn du da natürlich Fragen zu hast, zu dem Thema, wie man sowas exportiert oder du vielleicht auch andere Herausforderungen hast, andere Formate, dann stell die gerne in den Kommentaren, gehe ich natürlich sehr, sehr gerne drauf ein. Ja, das war mein Video zum Thema Instagram-Videos exportieren, direkt aus der Timeline, ziemlich aus der Praxis genommen natürlich, weil wir sowas tagtäglich machen müssen für unsere Kunden. Als Agentur haben wir halt diverse Dinge, die wir immer wieder exportieren, einmal als Preview-Datei, einmal natürlich direkt für Instagram. Wir haben unsere eigene Serie von Filmlexikon-Videos. Wenn dich das interessiert, schau gerne mal bei Instagram vorbei. Da kannst du natürlich da dir auch mal die Kurzversion meiner kleinen Ratgeberserie dazu anschauen. Geht es so ein bisschen um Jobs beim Film, ein bisschen Equipment, so ein bisschen den Beruf des Mediengestalters, also wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Ja, und wenn dich das generell interessiert, das Thema, solltest du den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann siehst du direkt als allererstes, wenn du deine YouTube-App öffnest, das nächste Video von Kreativfilm. Von daher, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Film und sage tschüss, bis dann.